Ich komme mir vor wie ein Floh. Alle fliegen hier. Weiter geht's mit einer neuen Tour. Ich habe mich gestern gut ausgeruht. Ich habe gar nichts gemacht. War auch dringend notwendig. Heute geht's mir super. Und ihr seht's, ich habe einen anderen Rucksack auf. Ich bin so happy, dass ich den noch ins Auto geschmissen habe, als ich losgefahren bin. Das ist ein uraltes Teil. Ich glaube 12 Liter Rucksack nur. Ja, dann geht's los. Es geht jetzt 1100 Höhenmeter hoch, es soll 3 Stunden dauern, na mal sehen. Jedenfalls ist da eine Selbstversorgerhütte, die aber nur an den Wochenenden bewirtschaftet wird. Das heißt, heute ist Dienstag, da sollte also niemand sein und wenn dem so ist, würde ich dort gerne übernachten. Dafür habe ich auch alles bei, aber nur das Notwendigste. Kein Regenschutz, außer meine Regenklamotten. Es ist so schön hier im Wald. Mir geht's gut, es ist geil. Ich freue mich. Übrigens auch hier das ganze Nachtbett trocken. Komplett trocken. Der Rucksack wiegt übrigens, so wie er bepackt ist, 6 Kilo plus 3 Kilo Wasser, 9 Kilo. Das ist natürlich ein riesen Unterschied zu 22 Kilo. Es ist so federleicht. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts auf dem Rücken. Herrlich. Knallt hier. Guck mal. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, doch, da hinten. Wahrscheinlich eine Schutzhütte. Sieht so gemütlich aus. Wahrscheinlich ist es offen. Ich muss mal hingehen. Schön. Richtig schön. Ziemlich neu. Ja, es freut mich als Bauingenieur. Könnte von mir sein. Nee, Quatsch. Aber kann ich gut leiden. Guckt euch mal den Ausblick an. Durch die offene Pforte hier. Dann nutze ich jetzt auch gleich mal die Hütte, um eine kleine Pause zu machen, was zu trinken. Ja. Aber ich bin überhaupt nicht kaputt, es macht so einen Spaß. Das ist Wahnsinn, ich komme mir vor wie ein Floh. Oh, ich bin schon auf 1050 Meter Höhe. Okay, noch 500 Höhenmeter. Naja, ist auch nicht wenig. Meine Fliegen hier. Wahrscheinlich stinke ich so durch. Zucker pur. Oh nein, ich sehe den Dachstein schon. Wenn ich noch 500 Höhenmeter höher bin, dann sieht man den noch besser. Das ist einmalig, der Blick. So, weiter geht's.
Weiter geht's. Geil, oder? Der Dachsteingletscher. Wunderschön. So, die Höhe von 1500 Metern ist erreicht. Ich habe mich ein bisschen vertrödelt beim Film. Es ist jetzt schon 3:30. Mann, es zieht sich. Wie immer. Ist traumhaft hier. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Oh Mann, ich bin so dankbar. Okay. Krieg schon wieder Gänsehaut. Oh. Und das Geilste, es gibt hier eine Kiste, wo Getränke drin sind. Cola, Wasser, Apfelsaft, Radler und Bier. Und gegen Kasse des Vertrauens kann man sich da was nehmen. Ich glaube, ich mache mir heute Abend hier ein Bier auf. Geil. So, erstmal eine Cola und natürlich werde ich da einen ordentlichen Schein in die Kasse packen. Weil ich freue mich so doll. Zum Wohl. Mmh. Oh. Mann, das ist schon wieder so bewegend. Ich bin so glücklich. Geht's uns nicht richtig gut? Also mir geht's gerade richtig gut, richtig gut. Die Natur ist einfach so wunderschön. Oh, jetzt sitze ich hier ganz alleine. Ich kann es nicht glauben. Das ist was ganz Besonderes heute hier. Wisst ihr, das Leben kann so schnell zu Ende sein. Um echt jeden Tag genießen. So, ich werde mir jetzt mal schnell was zu essen machen. In dieser wunderbaren Landschaft. Oh, freue ich mich jetzt auf ein Essen. Mann, richtiges Essen. Also, richtiges Fertigessen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich hier sitze. In dieser Stille ist das Geräusch des Wasserkochers schon fast unerträglich laut. Ich werde übrigens gar kein richtiges Nachtlager mehr hier errichten. Das ist mir irgendwie nichts. Außerdem möchte ich ein paar Nachtaufnahmen machen. Und weil die Nacht dann eh kurz sein wird, werde ich mir einfach meine dicken Klamotten anziehen
Und hier so ein bisschen auf der Bank oder so. Naja, also wird eine schlaflose Nacht wahrscheinlich. So Leute, ein kaltes Bier. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, hier zu sein, das ist so ein tolles Gefühl. Man kann sich ja auf vieles nicht verlassen, ja. Aber dass die Sonne jeden Tag wieder aufgeht, darauf schon, das ist irgendwie tröstlich. Wenn es einem mal nicht so gut geht oder so. Ich liebe das so, wenn man nur so die Konturen der Berge sieht und das dazwischen so verschleiert aussieht. So, es ist jetzt 8 Uhr. Ich genieße noch das Abendrot und hoffe, ihr könnt ein wenig in die Stimmung, die ich hier oben empfunden habe, eintauchen bei den kommenden Bildern. Also, bis morgen. Guten Morgen. Die Nacht war super kalt und ich brauche jetzt erstmal was Warmes. Lecker Milchreis. Und Kaffee. Ich echt erstmal aufwärmen. Ein Traum. Oh, die ersten Sonnenstrahlen. Herrlich. Es ist jetzt 9 Uhr erst. War aber auf jeden Fall eine geile Nacht. Bin zwar müde, aber glücklich. Ich kann mich nicht satt sehen an dem Anblick. Es ist wirklich noch viel schöner als auf dem Video, weil es ist viel näher. Es ist zum Greifen nah. Gut, wir sehen uns dann unterwegs wieder.
schön. Höhenmeter in 60 Sekunden. Nee, Quatsch. In knapp 4 Stunden. Naja, ich habe auch eine Pause gemacht und viele Fotos und Videoschnipsel und so weiter. Und das hält natürlich auf. Und ich habe noch keinen Plan, wie es die nächsten Tage weitergeht. Ich muss erstmal mich nachher ein bisschen sortieren und auch das Erlebte erstmal ein bisschen verarbeiten und so. Das war schon atemberaubend. Ja.